Es geht um die Gasumlage und es geht darum, dass diese Gasumlage letztlich dazu führt, dass Extraprofite der Konzerne noch weiter gesteigert werden. Und zwar das zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir wissen alle, dass durch steigende Mieten, durch explodierende Nahrungsmittelpreise, wir haben heute gesehen, Inflation steigt und gerade bei Nahrungsmitteln um 16%. Das können sich viele Familien einfach nicht mehr leisten. Und eben durch steigende Energiepreise sind die ohnehin viele Familien mit kleinen und mittleren Einkommen längst am Limit und viele Menschen sind bedroht von ihrer sozialen Existenz. Und deswegen sage ich ganz klar, diese Gasumlage muss weg. Sie schafft soziale Ungerechtigkeit, sie gefährdet Menschen. Und wir sagen ganz klar, wir brauchen einen Gaspreisdeckel beispielsweise. Ein Gaspreisdeckel, wo gesagt wird, man schaut, wie war der Gaspreis vor dem Ukraine-Krieg. Und dann deckelt der Staat das so. Das machen andere europäische Staaten auch, machen das erfolgreich. Spanien, Portugal beispielsweise, aber sogar auch Ungarn, was, glaube ich, nicht im Verdacht steht, irgendwie links zu sein. Und wir brauchen das hier auch in Deutschland. Wir brauchen die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Und wir sagen ganz klar, wir müssen jetzt die Mehrheit entlasten. Und wir müssen diejenigen, die großen Konzerne, die massiv profitieren jetzt von der Krise, die müssen wir stärker belasten. Sie sprechen wahrscheinlich von der Übergewinnsteuer, wenn Sie sagen, Sie wollen belasten, würde ich jetzt tippen. Das ist nicht ganz falsch. Mhm. Die Übergewinnsteuer, auch das im europäischen Ausland, in vielen Staaten, sogar Großbritannien, Boris Johnson hat es gemacht. Und mit Erfolg, weil da lässt sich beispielsweise sowas wie ein Gaspreisdeckel ja dann auch sinnvollerweise gegenfinanzieren, weil wir brauchen jetzt in dieser Situation die Entlastung, damit Leute eben nicht ihre Wohnung verlieren, wie damit sie noch am Ende des Monats wirklich Geld haben, um ihre Grundbedarfe zu decken. Wie wollen Sie die Übergewinnsteuer in Deutschland steuerrechtlich umsetzen? Na, einfach nur da ganz kurz. Ich glaube, das Wesentliche ist erstmal die Frage der Entlastung und des Gaspreisdeckels. Aber wir haben mittlerweile unterschiedliche Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Das erste Mal 2021, das hat die Bundestagsfraktion Die Linke in Auftrag gegeben, weil man damals schon sah, dass im Zuge der Corona-Krise eben massive Extragewinne angefallen sind. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wie wollen Sie steuerrechtlich umsetzen? Wir wollen, glaube ich, hier keine steuerrechtliche Diskussion aber eine führen. Aber es ist ja eine aber Steuer. Der wir wissenschaftliche müssen das ja steuerlich Bundestag, klären. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schlägt als Weg vor, man nimmt sozusagen die durchschnittlichen Gewinne der beispielsweise letzten 5 Jahre, mittelt das. Und das ist wieder nicht das Steuerrecht. Das Steuerrecht, weil das Problem ist nämlich, was Sie vorschlagen, die Übergewinnsteuer, die ist aktuell verfassungswidrig in Deutschland. Wir haben nein, ein ganz anderes nein, System nein, das als England oder der andere Länder. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt in allen Gutachten, die uns vorliegen, es sind 3 Gutachten zur Übergewinnsteuer, in allen 3 Gutachten sagt der Wissenschaftliche Dienst, es ist verfassungsrechtlich möglich. Und ich glaube, wir sollten da dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages glauben. Ich denke, wir sollten da auch verschiedenen Steueranwälten und dem Steuerrecht Glauben schenken. Es ist definitiv ein verfassungsrechtliches Kernproblem einer Übergewinnsteuer. Die gibt es, weil die Übergewinnsteuer wäre nämlich eine Ertragssteuer auf den Gewinn. Und das über eine solche Steuer muss bei allen Unternehmen gleich sein. Es gibt sogar einen Fall, wo das auch schon gescheitert ist in den letzten Jahren am Verfassungsgericht. Und dementsprechend ist schon meine Frage, wie das überhaupt umgesetzt werden soll. Und zwar war es nämlich, der Versuch, Gewinne einer Branche gezielt abzuschöpfen, ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert im Fall der Kernbrennstoffsteuer. Das wird Ihnen ja bekannt sein. Die Frage ist also, wir können ja nicht einfach die Gesetze ändern. Aber die Kernbrennstoffsteuer hatte andere Konstruktionsfehler. Das war nicht das zentrale Problem meines Wissens. Und das waren Probleme, die bekannt waren, die der damalige Minister aber durchaus auch in Kauf genommen hat. Da gab es eine relativ breite Debatte in den Medien. Selbstverständlich kommt es darauf an, das verfassungsfest zu machen. Selbstverständlich. Und da kann man sich keine Schnellschüsse erlauben. Und da sollte man sich dann auch vielleicht nicht bei den Energiekonzernen beraten lassen, wie es wahrscheinlich bei der Gasumlage geschehen ist, sondern da sollte man sich wirklich auf VerfassungsrechtlerInnen dann konzentrieren und die mit einbeziehen in diese Beratung. Der Mietdeckel, den Ihre Partei in Berlin vorangetrieben hat, der war ja schon mal nicht verfassungsfest. Also ja, und wissen Sie warum? Weil zweifle ich die Expertise an. Weil die Auskunft war, und das haben Sie ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass das auf Bundesebene geschehen muss und bundesrechtlich sein muss. Das war ja vorher klar. Dass das aber auch damals gab es unterschiedliche Auslegungen. Ich fand es richtig, dass man das versucht hat. Und ich bin angesichts der Situation, die wir jetzt haben, ohnehin der Ansicht, dass wir
wir einen Mietendeckel bräuchten, auf Bundesebene zumindest die Möglichkeit dann drauf. Aber da steht doch keine einzige neue Wohnung. Aber das ist auch ein anderes Thema. Ich glaube, wir sollten bei dem Thema bleiben. Ich finde es ja erstmal charmant. Die Idee ist ja charmant, dass man sagt, da gibt es Krisenprofiteure, wie bei jeder Krise. Den nimmt man das Geld weg und die anderen bekommen es. So, und das Entscheidende ist wirklich diese Umsetzung. Also ich habe Angst, das ist schon echt ein massiver Markteingriff. Man muss was machen. Und es gibt eine neue Steuer. Und wir wissen ja alle, wenn es eine neue Steuer gibt, dann bleibt die sehr lange. Und ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass da so ein bürokratisches Monstrum entsteht, wo ganz viele Beamte die Bilanzen von allen möglichen Konzernen durchforsten und dann sagen, so, Mineralölkonzern XY, du musst jetzt das und das zahlen. Und dann geht er dagegen vor Gericht, und der Staat profitiert ja übrigens auch von den Mineralölsteuern und so weiter. Aber ich sehe das ähnlich. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem bei der Umsetzung, das hinzubekommen. Also Idee charmant, aber ich glaube, die Umsetzung... Aber wissen Sie, was in anderen europäischen Staaten funktioniert? Warum soll es nicht auch mal in Deutschland funktionieren? Warum soll sich Deutschland nicht mal ein gutes Beispiel zurückwerfen? Nehmen? Es ist kein gutes Beispiel. Also der Unternehmerstandort würde es zurückwerfen. Man kann die Länder auch steuerrechtlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Wir sind ganz anders aufgestellt. Doch, man kann steuerrechtlich nicht miteinander vergleichen. Aber mit dem Unternehmensstandort stimmt es gar nicht. Sondern was haben wir gerade für ein Problem? Wir haben doch kein Problem, dass Shell oder andere große Konzerne gerade notleidend sind und darben. Die haben teilweise 200-400% Gewinne, die sie gemacht haben. Sondern wir haben gerade ein Problem, dass nicht nur die BürgerInnen in Deutschland leiden unter diesen Energiepreisen, sondern auch das produzierende Gewerbe, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, auch die müssen wir entlassen. Hier würde ich gerne einmal Herr Kissler reinholen und auch eine Frage stellen, und zwar, brauchen wir diese Steuer denn? Also hat der Staat ein Problem mit zu wenig Geldeinnahmen? Oder vielleicht eher mit den Ausgaben. Also wo liegt da das Problem? Brauchen wir jetzt diese Einnahmen, um den armen Bürgern, den Unternehmen zu helfen? Braucht der Staat noch mehr Geld, Herr Kissler? Gewiss nicht, nee, ganz gewiss nicht. Der Staat hat genügend Geld. Es ist ein fetter, träger, aber sehr, sehr reicher Staat. Also wie sein alter Kater, also quasi sehr beleibt, aber mehr oder minder impotent. Das ist unser Staat momentan. Und da ist noch eine neue Steuer drauf zu zatteln, will mir prinzipiell nicht einleuchten. Da hier finde ich es schon mal interessant, dass Sie sich auf den sogenannten Rechtspopulisten Boris Johnson berufen. Ist auch eine interessante Allianz, ist ja fast so ein kleines Hufeisen. Und zum Zweiten, die Unternehmen, die Sie genannt haben, ich bin kein Steuerexperte, aber die Unternehmen, die Sie genannt haben, Shell und BP, glaube ich, sind nicht mal deutsche Unternehmen. Also wie will man die jetzt darauf verpflichten, dass die eine deutsche Steuer entrichten? So schnell, dass es wirkt. Ich sehe es für sehr schwierig an, aber... Wie gesagt... Wir haben die Beispiele, wir haben die Staaten, in denen es funktioniert. Wir haben die Studien. Wir wissen, dass wir bis zu 100 Milliarden jährlich einnehmen können. Und da will ich Ihnen was sagen, es geht nicht um den Staatshaushalt, sondern es geht wirklich darum, mit diesen Geldern die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Aber wenn wir genug Geld haben, wozu brauchen wir die Übergewinnsteuer? Sie haben gerade gesagt, es geht nicht um den Haushalt. Ja, aber wenn wir genug Geld haben, wozu brauchen wir denn eine neue Steuer? Dann können wir die Menschen doch auch so entlasten. Das sind extra Profite, die diese Unternehmen machen. Mhm. Und die müssen umverteilt werden. Wir haben ein Problem in Deutschland, dass momentan sowohl in der Corona-Krise als auch in dieser Energiekrise die kleinen und mittleren Einkommen massive Verluste gehabt haben. Aber da gab es gerade eine Studie, minus 4% gerade durch die Inflation, trotz steigender Löhne. Ja. Das heißt, es ist ein massives Problem. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon bekommen haben. Wir haben das bekommen von unserem Gasanbieter. Der schreibt uns, Herr Beutin, das mag für Sie verrückt klingen und wir wissen, dass es für Sie absolut unvorstellbar ist, aber wir werden zum Ende des Jahres mindestens unseren Preis verdreifachen müssen. Das heißt, wir werden unsere Rechnung von 1.700 auf 5.000 Euro oder so gesteigert bekommen. Und weitere Steigerungen im nächsten Jahr schließen wir nicht aus. Finden Sie, das gibt Ihnen das Recht zu entscheiden, was gute und was böse Gewinne sind? Das ist ja auch was von Moral, zu sagen, okay, das Unternehmen, das ist ein ganz Gewinne böser Gewinn, nichts, das ist ein guter Gewinn. Gewinne haben nichts mit Moral zu tun. Und Unternehmen haben auch in diesem Fall nichts mit Moral zu tun. Das heißt, Sie würden mit der Übergewinnsteuer nicht entscheiden, was ein guter Gewinn ist und was ein schlechter Gewinn ist. Wir haben da Krisenprofiteure, wir haben da Kriegsprofiteure. Kriegsprofiteure. Aber selbstverständlich. Das sind dann aber böse Gewinne, oder? Ja, wenn Sie das so wollen, sind es keine super tollen Gewinne, wo man sagen kann, ey, cool. Was machen Sie sondern wir wollen
an dieser Stelle tatsächlich mehr Gerechtigkeit schaffen. Ist BioNTech ein guter Gewinn oder auch ein schlechter Gewinn? Dringend notwendig an dieser Stelle. BioNTech hat eine Innovation gemacht an dieser Stelle, das wissen Sie ja auch. Also ein guter Gewinn. Weiter in mRNA. Aber man kann keine man kann an dieser Stelle darüber diskutieren, über eine vernünftige Besteuerung. Wir reden aber hier an dieser Stelle wirklich um diese Energiekrise. Wir reden um die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Wir reden auch über unsere Demokratie. Weil wenn es so ist, dass 60% der Haushalte damit jetzt massive Probleme bekommen werden, es braucht dann keine Übergewinnsteuer, um die zu entlasten. Also das haben Sie noch nicht erklärt, warum es die jetzt braucht, um die zu entlasten. Sie vermischen hier zwei Themen. Wenn wir die Schuldenbremse wegnehmen würden, dann gebe ich Ihnen recht. Ich halte die Schuldenbremse nicht für richtig. Ich halte sie für eine Investitionsbremse. Die müssen wir wegnehmen. Also in dieser Logik selbstverständlich. Wäre ich vollkommen bei Ihnen, würde ich sofort mit Ihnen machen. Leider werden wir wahrscheinlich wir beide das nicht entscheiden können und uns da auch nicht auf was einigen können. Wäre vielleicht sogar was. Wahrscheinlich wäre die Einigung schwierig, auch wenn wir es entscheiden könnten. Aber Herr Fedde, ich habe Sie leider unterbrochen. Bitte sagen Sie. Wenn ich das mal als Verbraucher ansprechen darf. Wir reden ja jetzt darüber, wo Milliarden, die irgendwo abgeschöpft worden sind, wieder in den Staatshaushalt zurückgeführt werden können und was man Gutes damit machen kann im Sinne einer Entlastung. Die Katze dreht sich im Kreis und beißt sich immer wieder in den Schwanz. Denn die Grundproblematik müsste aus meiner Sicht angegangen werden. Nämlich, man muss die Erkenntnis haben, die Milliarden sind nicht das Problem, sondern die Kilowattstunden, die in den Stromnetzen fehlen. Ja? Das heißt, wenn man schon gezielt, nicht, man darf nicht nur steuerlich gezielt entlasten, im Sinne, ihr werdet jetzt, habt ihr mehr Geld im Geldbeutel, man muss sagen, wo kommt denn jetzt der Strom her? Und deswegen Sie wollen die Atomkraftwerke weiterlaufen. Deswegen würde ich die Frage stellen, wo ist denn hier, wenn wir auf einen Krisenwinter zugehen, auch das entschlossene Krisenmanagement, das sagt, lasst uns mal bitte klar benennen, was das Problem ist, nämlich nicht 300 Euro mehr im Monat, im Jahr oder für einen Haushalt oder was auch immer, ein geringer, größerer Betrag, sondern dass der Strom beschafft wird. Das empfinde ich als Verbraucher als große Frechheit im Moment, dass hier akademisch über Übergewinnsteuer Gasumlagen diskutiert wird, aber man offensichtlich in der Debatte aus meiner Sicht momentan vergisst, dass das Grundproblem ein möglicher Strom- oder Gasmangel als solcher ist. Ja? Und also, da fehlt mir persönlich als Bürger das Krisenmanagement. Ja, das halte ich an dieser Stelle für überheblich zu sagen, das ist nicht das Problem, weil reden Sie mal mit Leuten, die wirklich jetzt am Rande ihrer Existenz sind. Für die ist das ein sehr, sehr konkretes Problem. Das war nicht despektierlich gemeint. Natürlich ist es ein Problem. Aber selbstverständlich haben Sie vollkommen recht. Ja. Momentan haben wir mit der Stromproduktion auch im Zuge des Klimawandels ein Problem. Wir liefern große Strommengen gerade nach Frankreich, weil wir wissen, die Atomkraftwerke sind dort Rott. Die funktionieren teilweise auch im Zuge des Klimawandels, Stichwort Dürre nicht. Das ist ein massives Problem, aber es ist europäische Solidarität, die da eingefordert ist. Aber auch Frankreich hat einen Preisdeckel. Auch Frankreich ermöglicht den Menschen, da über die Runden zu kommen. Und wir müssen jetzt ermöglichen, den Menschen über die Runden zu kommen. Aber sind Sie für die Verlängerung der Atomkraftwerke? Ich halte die Verlängerung der Atomkraftwerke für eine falsche Option, weil wir wissen, das würde etwa 1% des Gasbedarfs einsparen. Dafür gibt es andere Wege. Dort gibt es Einsparungen bei der Industrie, auch Einsparungen bei Privathaushalten durch vernünftige Ansätze, wodurch man das gut kompensieren kann. Und ich halte das für fahrlässig, jetzt zu sagen, wir verlängern an dieser Stelle die Laufzeiten. Es gibt dafür vier. Aber schauen Sie mal, wenn wir doch sagen, wir gehen auf einen Energienotstand zu, der im Winter praktisch für jeden Bürger, gerade für den Bürger mit schmalem Geldbeutel spürbar wird, indem die Wohnung nicht mehr heiß wird, indem er vielleicht morgens nicht mehr duschen kann, dann fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass man da nicht sagt, wir müssen dieses Problem konkret angehen durch Handlungen und nicht durch finanzielle Umverteilungen. Da haben Sie völlig finanzielle recht. Umverteilung ist ein gutes Stichwort für Herrn Kissler. Ja. Sehr gut gegebenes Stichwort. Muss ich hier gar nicht mehr selber moderieren. Und zwar hat Herr Kissler auch etwas mitgebracht, was auch im weitesten Sinne, finde ich, zur Umverteilung passt.